Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Heute ist ja bekanntlich der Independence Day in den USA und da habe ich mir mal gedacht, hey, machst du dir doch mal ein komplettes USA-Auto, also ein Independence Day-Auto. Natürlich ist die Wahl auf dieses Auto gefallen. Ihr seht warum, der Aufkleber und das Auto passt einfach zum Independence Day. Ich weiß nicht, dieses Auto, das ruft einfach USA, ich weiß nicht warum, einfach wegen der Größe vielleicht und natürlich wegen dem Aufkleber, ganz klare Sache. Wir gehen mit diesem Auto in ein paar Runden 3 vs 3, würde ich sagen, aber vorher natürlich wie immer, falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt geht's los, Independence Day Auto. Wir feiern den Independence Day heute im 3 vs 3. Let's go! Und natürlich habe ich vergessen, wir spielen selbstverständlich auf einem US-Server. Und passenderweise ist auch gerade die Feuerwerkstorexplosion im Itemshop. Also falls ihr die gerne haben wollt, schaut mal im Itemshop rein. Und komm, mach ihn rein. Yes, baby. 1:0. Guter Schuss, Bro. Ich meine, der Pass war ja auch genial. Durch zwei durch und der dritte konnte nichts mehr machen. Sehr schön. Weiter geht's. Ich möchte natürlich auch gerne ein Tor schießen. Und er nimmt den Anstoß. Ich meine, ist okay. Er war schneller da. Und wir haben alles richtig gemacht. Ich meckere nicht. Guter Schuss. Ja. Er hat auch ein komplettes Smurf-Auto, ne? Ohne irgendwelche Aufkleber, ohne Banner, ohne irgendwas. Ist das ein Team? Nö. Hab ihn. Ganz entspannt. Sehr schön. Nimmst du ihn nochmal? Und ich mache ihn rein. Und da sehen wir auch meine Torexplosion. Guter Pass erstmal. Natürlich ist es das Feuerwerk, denn der Independence Day wird halt immer mit einem Feuerwerk gefeiert. Ich bin mir sicher, das passt dann eigentlich ganz gut dazu. Einer steht AFK hier rum von den Gegnern. Heißt also, wir haben nur noch zwei Gegner. Komm, Marin. Schade. War ein relativ schlechter Pass. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, war es ein Schuss. Aber der hat sich dann zu einem Pass entwickelt. Das ist aber jetzt ein Pass. Schade, ich komme nicht nochmal dran. Wäre ich nochmal dran gekommen, hätte ich vielleicht den Ball selbstständig reinmachen können. Und ich mache ihn rein. Guter Pass. 4:0. Und wir sehen noch einmal die Torexplosion, das Feuerwerk. Ja, Mann. Schön. 4:0. Das ist ein gutes Team. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob der Gegner wieder da ist. Okay. Was ist jetzt passiert und warum ist das passiert? Ach, unser Mate ist... Ach, das war gar nicht unser Mate. Hä? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Okay. Gut. Ja, wenn du ihn haben willst, hast du ihn. Und vor allem stehst du links. Du hast ihn ja eh. Schade, Pfosten. Bring ihn nochmal in die Mitte. Ah, okay. 4:1, aber noch haben wir das Spiel gut im Griff, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das sieht gut aus. Ah, okay. Der ist drin, oder? Der ist drin, jawohl. Vorlage von mir. 5:1. Ja, hat er gut gemacht. Gibt's nichts. Der erste verlässt das Spiel und wir haben das Spiel gewonnen. Natürlich spielen wir noch eine zweite Runde und auch wieder 3 vs 3. Wir spielen im Dead Eye Canyon. Auch extrem. Ja, das passt eigentlich richtig gut. Wenn man schon ein Independence Day Video macht, dann muss auch Dead Eye Canyon dabei sein, oder? Was ist denn typischer und amerikanischer als ein Canyon in der Wüste? Ich weiß es nicht.
Oh, der kommt gefährlich. Der kommt gefährlich. Hab ihn aber noch mal geblockt. Der Ball kommt gut nach vorne. Oh, direkt zum Gegner, schade. Aber er konnte nicht viel damit anfangen. Für dich, komm schon. Nimm ihn mit, sehr schön. Oh. Der kam jetzt richtig komisch runter. Dadurch, dass er an der Decke war. Weg damit. Mann. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, gut. Gut, 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 gut. Ich habe keinen Boost, Mate. Ich habe keinen Boost. Ich habe alles gegeben. Ihr habt es gesehen. Mein letzten Boost für die Aktion. Okay. Okay, da war leider keiner. Man sollte auch gucken, bevor man Pass spielt, ob da einer ist oder nicht, ne? Komm, gehst du rein? Ah, Latte. Latte, schade. Komm schon. Noch 3 Minuten 20. Immer noch 0 zu 0. Was macht ihr denn? Ey, ich... Was? Ich hab gedacht, da trifft wenigstens einer den Ball und dann fällt er mir auf den Kopf. Ey, so was Dämliches. Ey, wie kann man denn solche Fehler machen? Also ganz ehrlich, einer von den beiden Mates hätte den Scheißball aber treffen können, oder? Nein. Jetzt mal ohne Witz. An der Ecke. Ah, Mist. Der kommt nicht vors Tor. Schlecht. Schlecht. Falscher Winkel. Nicht verzagen. Wir machen das hier noch. Bin ich mir sicher. Also bis jetzt waren die Gegner nicht besser. Mm-mm. Schön. Triffst du ihn noch? Und da ist er drin. Der weiße T-Rex. Mein Mate hat den weißen T-Rex. Und er hat sich, glaube ich, das lilane Bundle gekauft. Ja, offensichtlich, ne? Lilanes Auto, Interstellar, den Boost, Dark Matter. Also er hat richtig Geld ausgegeben. Einmal das Bundle und einmal für 10 Euro den titanweißen T-Rex. Okay, schade. Hättest du nicht touchen müssen. War nicht so sinnvoll. Komm, 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 komm. Wir führen, wir führen. Yes, 2 zu 1. Er hat gut geturnt, den Ball gut getroffen. Und dann... Ja, weiß ich nicht, ob er das absichtlich gemacht hat, aber er hat den Ball gut gelassen für den, für seinen Mate oder für unseren Mate. Komme ich dann noch dran? Ja, komm Mate, für dich. Schön, schön, schön. Geh doch rein, geh doch rein. Oh Mist. So ein schöner Pass von mir. Wow, gut geblockt. Hab ich? Okay. Das ist natürlich im 3 vs. 3. Schwierig. Ja, so trifft man den Ball. So trifft man den und dann passiert auch nicht so ein Eigentor wie mir gerade. Kommt, Mates. Passt. Schön. Schönes Ding. Da. Ah, der Flug war schön. Der Flug war schön. Heißt also, wir könnten auch das zweite Spiel gewinnen. Würde ich mich freuen. Komm, nimm ihn mit. Schön. Weil am Ende der letzten Season, wisst ihr selber, war ich komplett fertig mit 3 vs. 3. Es hat mich nur noch genervt. Bin abgestiegen bis in Platin 1, glaube ich. Das war ein richtiger Krampf. Eine Parade von mir, aber direkt zum Gegner. Mein Mate ist da. Ich habe keinen Boost mehr. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, wo fahre ich denn da auch hin? Okay. Den nehme ich auf meine Kappe. Das 1-0, das Eigentor, das nehme ich nicht auf meine Kappe. Auf keinen Fall.
Ich meine, ich habe da blöd rumgestanden, aber ich war mir halt so sicher, dass die den Scheißball treffen. Ich meine, den Ball, den konnte man ja gar nicht treffen. Treff den Ball, treff den. Wieder so eine Situation. Was ist denn los mit denen? Weg damit mit dem Ball. Jawohl, ja. Zweites Spiel auch gewonnen. Ich bin zufrieden. Der Independence Day hat sich gelohnt. Heißt also, das Independence Day Auto hat sich gelohnt. Und ich arbeite mich langsam im 3 vs. 3 auch wieder nach oben. Wird auch mal Zeit. Wurde auch mal wieder Zeit, sag ich mal. Ne? Okay, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Independence Day Auto fandet. Würde mich interessieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.